Es gibt einen Satz, der heute die Goldfans besonders elektrisiert, und dieser Satz lautet: Die Fed kann kein Gold drucken. Sie kann zwar jede Menge Papiergeld drucken, aber eben kein Gold. Und dieser Satz stammt von der Bank of America Lynch, die dann, oder Bank of America, wie es jetzt nur noch heißt, die dann gleichzeitig ihr 18-Monats-Kursziel auf $3.000 angehoben hat. Wäre also fast eine Verdoppelung. Wird Gold jetzt also schnell steigen auf diese vielleicht 1.800, 1.900, dann 2.000, dann $3.000. Das würde wahrscheinlich Inflation voraussetzen, eine massive Inflation, denn als Inflationsschutz ist ja Gold eigentlich das Hauptinstrument. Man sichert sich ab mit Goldkäufen gegen Papiergeldentwertung. Und natürlich haben wir einen Liquiditätszunami sondergleichen, der durch die Notenbanken und Regierungen hier und das Volk gestreut wird. Aber faktisch ist es ja so, dass wir einen Cash Crunch erleben, dass also Zahlungsströme ausbleiben. Hier in Deutschland etwa zahlen 2/3 aller Mieter von Gewerbeimmobilien derzeit keine Miete. Etwa 1/3, ca. 30% um und bei aller Wohnungsmieter zahlen an ihre Vermieter keine Miete. Viele Geschäfte nehmen kein Geld ein etc. Wo soll da die Inflation herkommen, wenn wir praktisch erstmal einen deflationären Schock haben? Deflation, Inflation ist das große Thema, und das wiederum hängt zusammen mit der Geldumlaufgeschwindigkeit. Wie schnell also zirkuliert Geld? Und derzeit haben wir einen Abfall der Geldzirkulation. Mithin nimmt also die Geldumlaufgeschwindigkeit ab. Ich hatte diesen Chart heute Morgen schon mal gezeigt, und dementsprechend ist nicht wirklich Inflation zu erwarten. Dementsprechend dürfte eigentlich Gold jetzt nicht wirklich durch die Decke schießen, zumindest nicht so schnell, denn in einem deflationären Schock ist Gold vielleicht auch nicht verkehrt, aber es ist eben nicht der Inflationsschutz, oder es kann seine Eigenschaft vorwiegend als Inflationsschutz eben nicht zur Geltung bringen. Erst wenn die Corona-Krise überwunden ist, wenn es so etwas gibt wie einen Impfstoff, dann kommt die Inflation, und die Aktienmärkte haben genau diese Hoffnung heute wieder gespielt. Hier zum Beispiel BioNTech aus Deutschland und Pfizer, die jetzt Phase 1 der klinischen Studien praktisch angehen. Das heißt, sie können das Ganze an Menschen ausprobieren. Es gibt dann Phase 2 und Phase 3. Das dauert alles eine sehr lange Zeit. Jedenfalls ist hier die Hoffnung sehr, sehr groß wieder, dass da etwas passieren kann. Nun ist es aber leider so, dass wir als Menschheit bisher überhaupt noch nicht mal Antikörper gegen ein Coronavirus, gegen welches Coronavirus auch immer, bisher haben schaffen können, geschweige denn ein Medikament, geschweige denn, und das ist die höchste Stufe, einen Impfstoff. Also das sind Hoffnungen, aber basieren diese Hoffnungen auf Fakten? Das ist die große Frage. Das gleiche aus UK, die britischen Medien heute voll von diesen Virus-Vaccines. Da also auch in UK wird man versuchen, die ganze Geschichte hier voranzubringen. Natürlich, es fließt wahnsinnig Geld jetzt in diesen Sektor. Die klügsten Köpfe aus dem Biotech-Sektor haben sich jetzt da dran gesetzt, die Supercomputer etc. etc. Allerdings, es ist eben eine sehr komplexe, sehr schwierige Geschichte. Wir wissen nicht, ob das bald der Fall sein kann. Frühestens, allerfrühestens, so die absoluten Optimisten in einem halben Jahr. Andere sehen das anders, wie zum Beispiel hier der Chef der Pharmafirma Roche, der sagt, also unwahrscheinlich, dass wir bis Ende 2021 einen Impfstoff haben. Es kann auch sein, dass wir in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren keinen Impfstoff haben. Vielleicht ein Medikament, so wie bei AIDS, dass wir den Krankheitsverlauf irgendwie verlangsamen, die Symptome verbessern, die ganze Klinik verbessern können. Aber das wird sehr, sehr schwierig, und das unterschätzen die Märkte nach meiner Auffassung. Schon alleine die Antikörpertests, sagt hier der Roche-Chef, sind teilweise qualitativ miserabel. Das heißt, wir sind noch nicht mal wirklich in der Lage, hier saubere Antikörpertests wirklich durchzuführen, überwiegend. Und das sollte doch zu denken geben, auch dass wir möglicherweise, und das haben die Märkte eher nicht so auf dem Schirm, dass wir möglicherweise dann eine zweite Welle nochmal der Corona-Infektionen bekommen, nämlich in der Grippesaison, die normalerweise im Herbst kommt. Das zumindest sagt hier der Chef der CDC, also der amerikanischen Seuchenbekämpfungsbehörde, die eben hier weniger optimistisch ist und sagt, naja, wenn wir jetzt also keinen Impfstoff haben bis Herbst und dann diese Welle kommt, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Wir müssen auch uns vor Augen führen, dass wir natürlich möglicherweise auch vor einer Welle von Neuinfektionen stehen. Sie wissen ja vielleicht, ich bin Freund
des bayerischen Bieres an der Elbe, um Schiffe zu beobachten, um Menschen zu beobachten, einfach weil es super schön ist. Und was in letzter Zeit auffällig ist, dass da gerade Jugendliche massenhaft an der Elbe sind, klar bei dem Wetter. Und von Sicherheitsabstand ist da überhaupt keine Rede. Dann das Wetter an Ostern war natürlich super. Das heißt, wir könnten möglicherweise die Folgen dieser, naja, geringeren Vorsicht, die überall zu beobachten ist. Wir sehen jetzt mehr Autos auf der Straße, mehr Verkehr auf der Straße. Die Leute haben irgendwie die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt, und wollen sich jetzt einfach wieder in die Normalität zurückbeamen. Und das könnte, ich weiß es nicht, aber es könnte uns eben nochmal Schwierigkeiten verursachen. Dann könnte es eben so ausgehen, wie hier die Grafik von JP Morgan zeigte, dass wir dann eben so Wellen, verschiedene Wellen haben. Das alles würde eben gelten, solange kein Impfstoff da ist. Aber das war heute wieder ein maßgeblicher Treiber für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass hier möglicherweise jetzt auch eine Frage der Tests wirklich entscheidend ist. Cuomo, der Gouverneur von New York, hat gesagt, okay, wir müssen die Tests, die täglichen Tests von 20.000 auf 40.000 drauffahren, um irgendwie eine Basis zu haben, dass wir dann die Wirtschaft wieder aufsperren. Das könnte, wie Franz Stratt hier bemerkt, dazu führen, dass New York wahrscheinlich noch sehr lange unter dem Lockdown leiden wird. Aber sei es drum. Wir sehen hier mal Google-Trend suchen. Was wird also gesucht in verschiedenen Ländern? Und hier das Suchwort going out, also ausgehen. Und wir sehen, dass Italien und Spanien da ganz vorne liegen. Dann kommt Belgien. Ganz schlecht sieht es in Singapur aus, das ja praktisch derzeit wieder eine massive Welle erlebt. Täglich über 1000 Infizierte und jetzt erstmal Lockdown bis Anfang Juni auf jeden Fall. In den USA sind es vor allem Staaten des Mittleren Westens, wo gegoogelt wird, going out, ausgehen. Auch das immer wieder spannend. Aber das zweite Hoffnungsmotiv heute, wenn man so will, ist die Kriegsdrohung von Donald Trump, so absurd es denn auch klingt. Denn Donald hat sich wahrscheinlich überlegt, scheiße, wir haben jetzt ein Riesenthema, wir kriegen den Ölpreis nicht nach oben. Da habe ich doch ein altes Thema Anfang des Jahres, da habe ich doch Stress mit dem Iran gehabt. Und jetzt gab es einen kleinen, eigentlich relativ vernachlässigbaren Vorfall, wenn man das Bildmaterial mal gesehen hat, was ich gesehen habe, wo zwei iranische Motorboote, bewaffnete Motorboote, sich eine US-Armada an Schiffen genähert hat, die so ein bisschen provoziert hat und dann aber wieder abgedreht ist. Und dann kommt jetzt der Tweet von Donald Trump: I've instructed the United States Navy to shoot down. Shoot down heißt eigentlich abschießen, also im Sinne von Flugzeuge abschießen, die man von oben nach unten dann katapultiert in gewisser Weise. Da gab es viel Sport und Häme dann auch in sozialen Medien über den Begriff Shoot down für Boote beschießen. Und das hat dann den Ölpreis nach oben gebracht. Hurra! Das war natürlich reinster Zufall, dass Donald Trump jetzt diese Karte gespielt hat. Schon 2011 hat er, der untere Tweet, wie Sie hier sehen, gesagt, ja, der Barack Obama, der will ja wiedergewählt werden, deswegen wird er einen Iran-Krieg beginnen. Jetzt könnte es sein, dass Donald diesen Krieg beginnt, um wiedergewählt zu werden und einfach um ein Thema zu haben, von dem er dann ausgehend irgendwie die Nation wieder um sich schart. Aber wir haben jetzt dennoch die Situation, dass am Ölmarkt eigentlich damit gerechnet wird, das zeigt sich an den verschiedenen Future-Kontrakten, dass wir länger unter 30 Dollar bleiben werden. Das gilt eigentlich bis zum nächsten April. Also die Kontrakte bis in einem Jahr sind nach wie vor alle unter 30 Dollar. Hier sehen wir, dass vor allem Storage Problems der Fall sind, also dass man die Lagerung nicht hinkriegt. Wir dürften in wenigen Wochen praktisch alle Lager komplett gefüllt haben mit Öl. Und das würde bedeuten, dass wir möglicherweise wirklich flächendeckend Ölpreise von null oder sogar negativ sehen können. Das ist alles nicht mehr wirklich ausgeschlossen. Und das hängt eben vor allem mit der Lagerhaltung zusammen. Hier sehen wir die Crude Oil Inventories, also praktisch die Lagerhaltung in Cushing, Oklahoma. Und hier sehen wir, 15 Millionen Barrel sind wieder dazugekommen, alleine in den letzten 4 Wochen. Und das ist bisher historisch einmalig. Sehen wir einen Anstieg von über 63 Millionen Barrel. Wie viel Öl braucht eigentlich die Welt? Derzeit ist die Nachfrage in etwa bei, naja, 83 Millionen Barrel, aber es wird ungefähr 93 Millionen Barrel Öl produziert. Das heißt, wir haben einen Überhang von etwa 10 Millionen Barrel. Der müsste erstmal weggehen, damit sozusagen die ganze Geschichte sich einigermaßen ausbalanciert. In dieser Grafik sehen wir, dass man dann damit rechnet, dass der Ölpreis
sich wieder erholen kann, weil eben letztendlich dann die Nachfrage wieder anzieht. Aber Voraussetzung ist, dass sozusagen keine Lockdowns mehr kommen, dass man das praktisch gemacht hat und dann hinter sich hat und dann ist alles wieder gut. Ob das der Fall ist, wird man sehen. Dann sehen wir hier, dass wir in Deutschland hier nicht so fürchterlich davon profitieren. An den Tankstellen haben wir teilweise noch Durchschnittspreise für Benzin, es gibt ja verschiedene Sorten und Super Plus und Diesel und Schnippschnapp, was es alles gibt, aber durchschnittlich 1,23 nach wie vor. Schlichtweg, weil die Tankstellenbetreiber irgendwie noch Geld verdienen müssen und die ganze Geschichte immer schwieriger wird. Schauen wir uns noch ein paar Wirtschaftsindikatoren an oder Dinge an, die derzeit in der Corona-Krise der Fall sind. Hier sehen wir auf der einen Seite die gearbeiteten Stunden von US-Mitarbeitern von Firmen. Da sind wir deutlich rückläufig, etwa knapp 65%. Derzeit sind die Stunden rückläufig. Local Businesses Open ungefähr 50%. Das heißt, jedes zweite Unternehmen ist geschlossen. Und das sind natürlich relativ desaströse Zahlen. Inzwischen rechnen 25% aller amerikanischen Angestellten damit, dass sie innerhalb eines Jahres jetzt entlassen werden. Und das hat natürlich große Konsequenzen auf das Vertrauen, auf den Konsum. Das ist sozusagen die große Problematik. Wenn die Leute unsicher sind um ihren Job, dann werden sie eben auch Dinge, die sie kaufen wollten, vielleicht zurückstellen. Das ist die Gefahr. Schauen wir uns mal ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Man hält sich gut. Es ist sozusagen dieses Duo, wir haben die Hoffnung auf den Impfstoff und wir haben einen steigenden Ölpreis, weil sie Donald wieder ein bisschen auf die Trommel gehauen hat. Wir sehen dann den Germany 30 bei den Charts von Capital.com knapp unter der 10.400er Marke. Was macht der Euro? Der hat ein Problem, ist jetzt runtergekommen. Wir haben also wieder Dollarstärke, eigentlich kein so super gutes Zeichen. 1,0812, wir haben Gold. Das gestiegen ist, weil Bank of America gesagt hat, guckst du Kursziel $3.000, das hat die einen oder anderen nochmal animiert hier einzusteigen. Wir sehen, Brentöl kann sich erholen oder konnte sich erholen aufgrund des Trump-Tweets, aktuell $23.56, wie gesagt, das sind meistens, oder das sind hier Kassapreise, die sich aus einer Mischung aus Future-Kontrakten zusammensetzen und wir sehen, dass die Erholung bei Crude Oil mit $15.27 auch eher temporär ist. Das ist der Versuch von Donald gewesen, die ganze Geschichte auf eine andere Art zu lösen. Aber ich glaube, das wird letztendlich nicht helfen. Die OPEC selber will sich dann am 4. oder 5. Mai nochmal irgendwie verständigen. Aber die ganze Geschichte wird schwierig. Also, wir haben auf der einen Seite die Hoffnung, dass Gold jetzt sozusagen, oder die Goldbullen haben die Hoffnung, dass wir durch die Decke schießen. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, dass wir hier erst dann durch die Decke schießen, wenn die Inflation kommt. Und die wird wahrscheinlich kommen, aber es wird noch dauern. Wir haben die Hoffnung, dass der Ölpreis sich erholt. Ich teile diese Hoffnung nur sehr, sehr begrenzt. Und ich teile auch die Hoffnung der Aktienmärkte auf einen Impfstoff nur aller sehr begrenzt. Aber das ist der Geschmackssache. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.